das sind deine interessiger Ballet. Das gefällt dir nicht, gell, wenn man dich hochhebt. Komm, ich tue dich wieder zurück dahin. Nein, tue ich nicht. Tiger. Sein ganzer Körper ist hart. Ja, der ist richtig athletisch. Gestern hat jemand gesagt, er wäre zu dünn. Nee, ist er nicht. Aber das ist halt seine Statur. Der. Nein, der ist definitiv nicht. Wir haben ihn schon gefüttert, aber... Man muss ja die Katzen von oben betrachten. Also so. Dann erkennt man, ob die dünn sind oder nicht. Der ist so topfit, ganz normal. Du willst wieder spielen? Aber ich hätte auch gerne, dass er etwas dicker ist. Ja, du willst das hier, ne? Ich weiß. Soll ich werfen? Soll ich werfen? Und wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Ein kleines süßes Kätzchen. Mein Babylein. Wie der guckt. So, ihr Süßen. Passt auf die Wohnung auf, ja? Wir sind gleich wieder da. Und ich bringe euch auf jeden Fall noch Katzenstreu mit, weil das leer ist, okay? Deswegen haltet hier bitte die Ohren steif, Wulmilein. Du schläfst da drinnen, okay? Du bist hier. Und die Kuschi ist natürlich wie immer hier. Bis später, Peter. Hi. Der Martin hat uns mal Zeit geschafft. Der schaut auch bestimmt unsere Videos. Meinst du? Ja, ja, weil aus Neugier macht man das schon. Martin, wenn du unsere Videos schaust, dann kommentier mal bitte. Ja, kommentier mal, dass wir wissen, dass du unsere Videos anschaust. Wir fahren jetzt ins Einkaufszentrum, denn ich habe ja gesagt, der Jengis braucht was. Was brauchst du? Nur wenn ich was Preiswertes finde, weiße Badehose. Was noch? Eventuell, wenn ich einen schönen Koffer finde. Aber auch nur, wenn es so passt, preiswert und schön und so. Also alles kann, aber nicht muss. Ich habe diese Woche gar keinen freien Tag. Ich muss komplett durcharbeiten, weil wir da vorbereiten müssen. Und am Sonntag müssen wir schon um 11 unterwegs sein, deswegen wollte ich schon einmal was anderes ziehen. Außer Arbeit, bevor ich Urlaub mache. Und wir müssen auf jeden Fall was essen geben. Sonst ist Nadine schlecht gelaunt und macht mir Leben zur Hölle. Was denn, willst du mich verarschen? Er hat ihn geputzt. Er hat ihn geputzt. Bali. Bali, wie süß war das denn von dir? Huh? Wie süß, Schatzi. Wie lieb von dir. Hm? Ach, wie lieb. Und du? Brav. Ach, seid ihr süß. Ja, das war so süß von dir. Kann doch gar nicht sein. Ach, du bist so ein liebes Kätzchen, gell? Ja. Du tust niemandem was, ne? So ein braves Kätzchen. Leg dich auch zu Wulmi, hm? Ja. Leg dich hin. Der hat bestimmt nichts dagegen. Aber du musst ein bisschen sanft sein. Leg dich hin. Genau. Ach nein, ist das... Ich fange an zu heulen gleich. Ich fange an zu heulen, Leute. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Das ist zum ersten Mal, dass die beiden so nebeneinander liegen. Ich kann nicht mehr. So, jetzt einfach in Ruhe lassen. Boah, Leute, ich kann nicht mehr. Es tut so gut. Es tut mir gerade so gut, dass die beiden so schön nebeneinander liegen. Zu goldig. Oh Mann. Ja, du bist ein feines Kätzchen. Und der Wulmi ist auch ein feines Kätzchen. Ne? Ihr seid beide feine Kätzchen.
Sei du. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Thema Orchidee, ich bin ganz ehrlich, ich hatte früher oft Orchideen und ich habe die immer weggeschmissen, wenn die nicht mehr geblüht haben. Also ich habe sie nicht sofort weggeschmissen, ich habe sie schon so ein bisschen behalten, das muss ich dazu sagen. Da kam aber halt nie was und ja, der Jengis hat sich jetzt um die gekümmert und hat sie hier oben abgeschnitten und wir haben sie natürlich von unten in Wasser getunkt. Und jetzt hoffe ich, dass die schöne Blume wiederkommt. Mal schauen. Ich muss jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann muss ich auch noch Wäsche machen. Mal gucken, was die Katzis machen. Das Baby liegt hier. Das dicke Baby. Boah, Wulmi, du hast einen Bauch bekommen. Oder ist das dein Fell? Man weiß es nicht. Gucken, wo die anderen sind. Wo ist denn das Bengalenkätzchen? Da liegst du drinne. Passt du denn da rein? Hm? Mit Kuschi zusammen? Das ist eigentlich Kuschi ihr Platz auch, ne? Da liegt sie immer drinne. Jetzt liegst du da drinne. Ja. Bali ist schon so eine richtige eitle Katze. Immer wenn wir ihn so länger streicheln, dann fängt er an und putzt sich hardcore. Bestimmt so 20 Minuten, eine halbe Stunde ist er sich dann nur am Putzen, ne, mein Schatz? Du hübsches Kätzchen. Aber hier ist auch ein kleines hübsches Kätzchen. Ja, die kleine Kuschi. Die kleine Kuschi. Ja. Brave Kuschilein. Ja. Süßes Mädchen. Ich muss immer mal auf die Couch schauen, ob die noch heile ist. Ich bin wirklich froh, der Bali geht nicht an die Couch. Der kratzt dann gar nicht dran rum. Aber das Problem ist, dass er die Spiralen immer hier runterschiebt. Und dann kratzt er immer hier so von unten. Aber hier oben zum Glück, toi toi toi, ist bis jetzt noch nichts. Hoffentlich bleibt das auch so. Bis jetzt hat er uns noch gar nichts zerstört. Doch, doch, Entschuldigung, doch. Wo er dran gegangen ist, ist hier der Stuhl. Der sieht so schön aus. Ein Kunstwerk meiner Katze. Die sind aber auch schon sehr alt. Ich habe die Stühle, glaube ich, schon... Boah, keine Ahnung, da war der Elias 1. Also die sind jetzt schon 12 Jahre alt. Deswegen, die bleiben jetzt noch ein bisschen. Und... ich wollte neue Stühle holen, aber Stoff hole ich mir auf gar keinen Fall. Guckt mal hier. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, da kommen dann auf jeden Fall so Rattanstühle hin. Ist auf jeden Fall besser als Stoffstühle, ne, Bali? Tija, du kleiner Tija. Gesundheit, was hast du denn da? Hast du was gefunden? Was hast du denn da gefunden? Leckerli. Bali hat sich langsam an den Staubsaugerroboter gewöhnt. Er ist sogar eine Ablenkung für ihn, weil, da bist du, der geht ihm gerne hinterher, springt über ihn drüber, passt auf ihn auf, ne? Der gefällt dir. Guckst, ob er seine Arbeit richtig macht. Oh, wow, du kannst aber laut schreien. Du kannst laut schreien. Ja, ich habe den Wintergarten gestern nicht mehr geschafft, sauber zu machen. Deswegen fährt er jetzt nochmal hier entlang, damit dann alles schön sauber ist, bevor wir fliegen. Ja, Bali. So, ich mache mich jetzt auf die Arbeit. Bulmi ist gerade raus. Tschüss, Kuschilein. Tschüss, Kuschilein. Vertrag dich schön mit Bali, ja? Kleines Mäuschen. Machen wir hier noch den Stopper hin, damit die Tür nicht zugeht. Wenn ich gehe, lasse ich auch manchmal den Keller offen. Dann kann er sich auch im Keller frei bewegen. Da ist auch nichts, wo er sich verletzen kann oder auch keine offene Fenster oder so. Finde ich immer ganz schön, dass er dann nochmal so einen Ort hat, wo er ein bisschen spazieren gehen kann. Jetzt kommt ja auch mein
Kofferanhänger von Wulmi in Einsatz. Der wird dann hier drankommen. Und dann ist mein Baby immer dabei.